Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Anno 1404 Venedig. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, Patrizia zu bekommen. Die ersten Bürger haben sich in die nächste Stufe erhoben und ja, das sieht schon mehr nach einer Stadt aus, ne? Heute würde ich gerne die Bedürfnisse der Patrizia stillen. Ich muss euch gratulieren. Dazu gehört, in dieser Stadt lebt es sich prächtig. Ja, freut mich. Dazu gehört die Herstellung von Bier und von Brot. Okay, das ist jetzt der Plan. Bitte lasst uns bleiben. Ach. Können doch nirgendwo anders hin. Man kann Bettler aufnehmen. Das ist jetzt die Frage. Mache ich das? Also die Bevölkerung ist immer dagegen, gegen die Bettler. Ich werde allerdings, man könnte Armenhäuser bauen und die Bettler mit aufnehmen. Die wiederum sorgen für mehr Bürgerrechte. Im Prinzip ist das eigentlich nicht schlecht. Aber, 5000. Ach, was soll ich denn hier auch? Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Okay, jetzt möchte ich allerdings auch ein Armenhaus bauen. Das ist ganz wichtig. Und dann nimmt doch endlich etwas, bevor hier alles den Bach hinuntergeht. Jo, kein Problem. Das machen wir. Das Armenhaus. Das Armenhaus hat gar keine großen Anforderungen, glaube ich. Ich baue das jetzt mal hier an den Rand. So. Was ist das? Die Feuerwache, sehr schön. Armenhaus. Die brauchen im Prinzip nur Getränke, also Fisch und Most. Und ansonsten wollen die Platz zum Zugang zum Marktplatz und zur Kapelle haben. Damit sind die zufrieden. Ein Haus. Die bieten halt keine... Ein Haus. Nur für uns Bettler. Ja. Gott, vergelt's euch. Jo, also, soll ich euch das Geheimnis meines Erfolges verraten? Ach, gehen wir dir auf Nerven. Ja, wie gesagt, die kosten eigentlich nicht viel. Die geben allerdings, dadurch bekommt man keine Steuereinnahmen. Allerdings sorgen die dafür, dass man mehr Bürgerrechte bekommt. Die zählen quasi als, naja, sowas wie zu den Bauern, nur ein bisschen wie eine untere Kaste unter den Bauern. Die sorgen dafür, dass ich mehr Bürger haben darf. Und das wiederum sorgt auch dafür, dass ich mehr Patrizier haben kann und später vielleicht sogar Adlige. Ja, das baut sich so auf, weil je mehr Bauern man hat, desto mehr Bürger kann man haben, desto mehr Patrizier, desto mehr Adlige. Und die zählen quasi mit als Bauern, so in etwa. Ne? Und 114? Ja, warum denn nicht? Gut, also meine Steuereinnahmen wollte ich mir eigentlich mal ansehen. 1456, okay. Also die Bürger sind aufstiegsbereit. Aber da fehlen mir immer noch die Rohstoffe. Ja, der Stein ist gerade echt wenig. Okay, ich habe hier drüben die Insel bezogen, besiedelt. Wow, das Schiff ist ganz schön tief im Kondo drin. Hallo? Okay, alles klar. Ich würde jetzt gern... mit was fange ich an? Bier, oder? Bier ist wichtiger als Brot. Was sagt ihr? Ich denke schon, oder? Ich weiß es nicht so recht. Also, wir haben ja Gewürze und Fisch. Und Bier. Bier. Ja, ich schätze, ich baue Bier. Jetzt muss ich aber erstmal überlegen, weil für Bier braucht man Weizen. Und... Achso, das habe ich noch gar nicht. Klostergarten. Für Kräuter. Also eine Brauerei wird bedient von einer Weizenfarm und einem Klostergarten. Gut, dann fange ich jetzt mit dem Brot an. Was soll's. Obwohl ich fast vermuten würde, das wird hier eh nicht reichen von den Rohstoffen her. Schauen wir mal. Also ich bin jetzt erstmal... Oh no. Zwischen zwei Mitspielern herrscht Krieg. Ja, der Hassan bin Sahid, der macht Krieg mit jedem. Okay. So, ich würde mal sagen, eins hier hin. Ich vermute mal, ich kann das ähnlich bauen wie die anderen Felder, aber es ist nicht genau gleich. Müssen wir mal sehen. Also, Weg. So, was ist das? Eine Salzmine. Ja, egal. Wenn ich die später noch nutzen möchte, ist das kein Problem. Okay, so auf diese Höhe. So. Machen wir es so. Ja. Gut, also wie gesagt, wir versuchen weiterhin Platzsparen zu bauen. Ich fange jetzt hier oben in der Ecke an. Was brauchen wir denn dafür? Gut, nur Holz und Werkzeug. Zumindest schon mal kein... Wie heißt's? Stein. So, ich schätze mal, das war's so. Nee, das war schon wieder Mist. Das war Quatsch. Ich muss, glaube ich... ein Feld vom Rand weg sein, damit das passt. Wir brauchen nur 5 Felder. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht im Baubereich. Muss ich 2 Felder weg sein? Meine Güte. Das ist aber auch kompliziert. Also so war's, ne? So. Und dann... Ich brauche bloß 3 Felder.
Ich habe schon wieder aufs Falsche geguckt. Oh Mann, mir ist nicht mehr zu helfen. Okay. So muss man es bauen. Und dann kann man einfach hier einen Weg hin machen. Hier einen Weg. Und so. Und baut die zweite Farm hier hin. Ja, schon fehlt Holz. Gut, okay. Jo, das holen wir von unserer Hauptinsel. Nach wie vor würde ich gerne mal meine Lagerhäuser bauen. Ich muss jetzt einfach mal das hier untersagen. Ich komme nicht mit den Steinen hinterher. Ich möchte wenigstens mal die Lagerhäuser hier bauen, dass ich ein bisschen mehr Lagerkapazitäten habe. Und zum Aufstieg in die nächste Höhe hier braucht man, in die nächste Stufe des Kontors braucht man schon mal Glas. Das habe ich noch nicht. Das kommt dann später erst. So, ich nehme wieder ein bisschen Holz mit. Ja, nehme ruhig alles mit, was ich kriegen kann. Ein bisschen Werkzeuge. Und dann bauen wir hier drüben weiter. Gut. So. Ich hoffe mal, das klappt jetzt wieder alles super hier. Mein Geld sollte sich... Mein Kontostand sollte sich weiter erhöhen. Ich habe eine gute Bilanz. Und hier alles rein. Sehr schön. Gut. Okay, das war jetzt kurz ein bisschen dumm mit den Rohstoffen hier, aber halb so wild. Also die brauchen drei Felder, die Weizen farmen. Und das kann man so bauen. Das ist mega platzsparend. Ne? Das ist absolut. So, und dann baut man direkt noch welche. Und zwar auf die andere Seite. Und zwar so. Passt das? Das müsste passen. Dann hätten wir hier vier Stück und verschwenden da kein einziges bisschen Platz. So. Nur die Wege dann halt dort an der Stelle, aber das lässt sich nicht vermeiden. Besser geht's dann doch nicht. Ja, genau. So, sehr gut. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. So. Was möchte der gerne wieder den Auftrag an? Versenken Sie das flüchtende Schiff? Nein, lass mal. Das sind die nervigsten Aufträge überhaupt. Könnt ihr eure Bemühungen nicht noch verstärken? Nein. So, wie war das? Ich glaube, zwei Felder sind jeweils eine Mühle, ein Bäcker. Ich schaue nochmal nach. Ja, oh, haut hin. Das sind zwei Farmen. Also hier eine hin, da eine hin. Mühle. Ja, dafür brauche ich Ziegel. Super. Ich habe keine verdammten Ziegel. Gibt es hier ein Steinvorkommen? Ja. Na dann. Ja, damit. Ich kann nicht von drüben die Steine holen, wo ich so schon keine habe. Machen wir hier hin. Und bauen hier gleich noch ein Steinmetz hin. So, sehr gut. Dann warten wir hier einen Moment. Das wird sich dann gleich füllen, das Lager. Hier haben wir schon mal 12 Steine. Da kann ich jetzt endlich mal meine Lagerkapazitäten erhöhen. Dazu gibt es kleine Lagerhäuser. Da gibt es dann später auch noch große Lagerhäuser und noch so eine Speicherstadt. Das wird geil, das will ich bauen. Und ja, aber momentan ein paar kleine Lagerhäuser erhöhen. Pro Lagerhaus erhöht es die Warenkammer der Stadt um 15 Tonnen. Das ist absolut gut. So, also da brauche ich jetzt einfach mal 4 Stück. 4. So. Ich könnte eigentlich noch 2 bauen. 60 Tonnen. Das kostet zwar auch ein bisschen was, weil die 15 Taler unter Haltungskosten haben. Aber der Nutzen ist dann schon echt nicht schlecht. Und hier könnte ich auch noch was hinbauen. Da und da. Wieso geht das hier nicht? Ist ja doof. Es geht nur in der Hafennähe, ne? Nö, lassen wir so. Das passt. Gut, dann können jetzt von mir aus auch die Bürger wieder aufsteigen. Wie sieht es mit meinen Vorräten aus? Was war das jetzt gerade? Leinenkutten. Lager leert sich. Okay, ich brauche noch mehr Leinenkutten. Seile. Seile werden hergestellt. Ich schau mal eben in mein Lager. Also, Most sieht gut aus. Fisch. Fisch wird weniger. Ich baue mal noch eine Fischerhütte. Ja, bei so vielen Leuten hier. Ich habe jetzt schon 1700 Einwohner. Ein gutes Geschäft. Wird das dann schon mal weniger. So, die kaufen Holz weiterhin bei mir. Sehr schön. Ein kleines bisschen Geld, was ich dadurch bekomme. Gut, also mit dem Most sieht es gut aus. Mit dem Fisch sieht es auch gut aus. Leinenkutten sind verdammt wenige da. Da muss mehr gemacht werden. Okay, da muss ich noch welche herstellen lassen. Und sonst? Ups, das habe ich schon wieder weggeklickt. Ich war noch gar nicht fertig. Und hier haben wir noch nichts. Okay, also in dem Sinn erstmal alles prima. Ich baue noch ein paar Hanfplantagen.
Ja, okay. Ja, sorry, war gerade am Nachdenken. Ich musste mal fix überlegen, wie ich das jetzt mache. Eigentlich kann ich hier einfach noch was hinbauen, ne? Und dann hier und da noch ein... Ja. Ja, ich denke, das passt. Zack, zack. So, die sollen das natürlich auch ordentlich abholen können. Ich könnte auch hier die erhöhen. Aber irgendwie... Nee. Ach so, die erhöhen auch die Lagerkapazität. Das ist ein bisschen... Ich baue jetzt erstmal noch die Leinenkunden. Ja. Die Herstellung. Ich bin immer mal ein bisschen am Nachdenken. Also wundert euch nicht. Ich versuche das, wie gesagt, alles platzsparend zu machen und effizient, wie es nur geht. Aber manchmal muss man dann doch ein bisschen nachdenken. Vor allem, was halt auch die Geldeffizienz angeht. Ne? Also das, die Kosten Nutzen von den ganzen Gebäuden. So, Hanfplantage. Und dafür brauchen wir wieder mal eine Webstube. Gut. Der kommt jetzt natürlich nicht an die heran. Ich baue noch eins, was soll's. Machen wir es gleich so. Was soll's. Ist egal. Ich habe nichts zu verlieren an der Stelle. Und dann passt das auch wieder. Zack, zack. Ja, ihr seht schon, ne? Das ist halt wirklich Platz sparen so. Und das ist wichtig. Ich habe zwar recht große Inseln hier, aber auch die sind schnell vollgebaut. Vor allem im späteren Verlauf des Spiels. Na komm, ein Werkzeug brauchst du noch und dann brauchst du noch die Webstube und dann passt das alles. Sehr schön. Na hopp, 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 hopp. Ja, die Werkzeuge, die Werkzeuge. Immer dasselbe bei dem Spiel. Sehr schön. So. 1, 2, 3, 4. Und jetzt möchte ich eigentlich gern noch eine Webstube bauen. Was müssen die abholen? Also das wird hier abgeholt und das auch. Im Prinzip wird es... Ich mach die wieder weg. 1, 2. Im Prinzip kann der das mit abholen und der auch. Und hier dann ebenfalls so, wenn ich das habe. Genau, also brauche ich jetzt noch die Webstube. Die letzte. Und dann funktioniert das. Sehr schön. Gut, die werde ich dann nach und nach noch erhöhen. Müssen ja nicht alle sein. Was kostet das eigentlich? Ups, hat nicht funktioniert. Da waren die Werkzeuge wieder weg. Und ne, Gutstein habe ich auch nicht. Ja, ihr seht schon, das ist jetzt eine ganz gute, ganz gutes Viertel hier mit den Feldern nur. Das könnte man dann später noch weiterführen. Okay. Sehr schön. Seile sind schon allerhand da. Die kann ich eigentlich auch erstmal verkaufen. Die brauche ich nämlich momentan noch nicht. Gibt es sonst irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich glaube nicht, oder? Nee. Seile bis hierhin. So. Es stehen eigentlich keine Zahlen. Das ist irgendwie voll blöd. Ups. Ups. Da war es weg. Ja, machen wir einfach bis Hälfte. Genau. So. Verkaufen wir. So, die Bilanz ist jetzt quasi, ja, das nennen wir es mal im Arsch. Aber das ist nicht so schlimm. So, hier brauchen wir Mühlen. Zwei Mühlen, zwei Bäcker. Jetzt fehlt hier das Holz, ernsthaft? Oh Mann, wo ist mein Schiff schon wieder? Da ist auch noch Holz drin, oder? Sehr schön. Ist zwar nicht viel, aber etwas zumindest. Mühle. Bauen wir die hier hin? Bauen wir hier hin. So. Können wir auch ganz an den Rand bauen. Und die zwei Bäcker. Da brauchen wir noch zwei Werkzeuge, ein Holz und sieben Steine. Toll. Gut, aber sonst ist es okay. Wie stehen wir denn in der Zeit? Alles super, okay. Ja, ich hatte mir zuerst ein bisschen Sorgen gemacht, wenn ich jetzt hier Anno spiele, dass ich dann vielleicht gar nichts zu erzählen habe, aber irgendwie passt das. Ja, ein Holz, zwei Werkzeuge. Ich bin meistens, also jetzt vor allem bei den ersten Folgen hatte ich so das Gefühl, dass ich mehr geredet als gespielt habe. Und, naja, das sollte jetzt auch nicht so sein, ne? Nehmen wir mal ein Holz, zwei Werkzeuge. Zack, zack. Ja, 10, okay, und wieder zurück. Ja, ich muss dann bestimmt nochmal hierher liefern, weil es so oder so nicht reichen wird. Ist aber halb so wild. Ich sehe gerade, ich müsste jetzt eigentlich mal damit anfangen. Was ist denn los? Achso, wird nicht abgeholt. Was ist das? Ratssitz. Die Ratsversammlung. Das schaue ich mir gleich noch an. Förmlich aus der Hand. Das schaue ich mir gleich noch an. Ja, Weizen ist ein großes Lager da. Das ist klar. Okay, die ersten 5 Steine sind hergestellt. Das heißt, ich kann den ersten Bäcker bauen. Machen wir hier hin.
Und dann bauen wir den zweiten Bäcker noch hier dazu und dann passt das. Genau. So, da müssen wir jetzt quasi nur warten, dass da die 5 Steine noch zusammengefarmt sind. Okay, sehr schön. Und dann könnten wir das Brot auch schon liefern. Ich sehe gerade, mein Geld ist ganz schön wenig geworden. Ich hatte angefangen mit 50.000. Also irgendwie... Ist es vielleicht an der Zeit, noch ein paar Häuser zu bauen? Hatte ich sowieso vor. Na dann los. So. Ja, ne? Wie gesagt, da muss sowieso noch was her. Die Stadt muss so oder so irgendwann größer werden. Also es hilft alles nichts. Jetzt komme ich noch niemals auf 2000 Adlige. Tja, und schon ist das Holz leer, ne? So schnell kann's gehen. Okay, wie sieht's aus? Die machen wir wieder auf das hier. Genauso wie die Bürger. Was ist mit den Patriziern? Die können doch ein bisschen mehr bezahlen. 333, das ist viel zu wenig. So. Und schon haben wir wieder eine positive Bilanz. Ja, bauen kostet immer Geld. Dadurch geht das Geld auch schnell nach unten. Geht aber nicht anders. Ne? So, und hier sehe ich schon, ich habe hier auch ein bisschen wenig Lagerplatz. Nämlich nur 40. Ist fast ein bisschen wenig. Wie sieht es denn jetzt mal hier mit dem Stein aus? Hä? Hol das mal ab hier. So. Jo, also, es geht gut voran. Die Brotproduktion, die läuft fast auf vollen Touren. Es fehlt noch ein Bäcker dafür. Und dann können wir auch die Patrizier beliefern und dann zahlen die auch wieder mehr. Die zahlen momentan halt noch sehr wenig, obwohl die ja die höchste Stufe sind, ne, hier im Vergleich. Na gut, die sind auch weniger Leute insgesamt, aber hey. Ja, das sieht gut aus. Alles prima. Bauernhäuser nochmal. So. Jetzt passt das. Jetzt muss ich aber nochmal nachsehen, weil ich vermute mal, dass jetzt hier... Was ist denn da drüben? Okay, da hab ich noch nichts. Das jetzt hier, hier fehlt auch ein Stück Weg... Die Feuerwehren und sowas nicht mehr ganz ausreichen. Wo sind die denn lang mal? Ist das die Feuerwache? Jo. Da oben, okay. Und das hier sind die Zimmerleute. Jetzt brauche ich hier oben noch eine Feuerwehr und ein Zimmermannshaus. Gut, bauen wir auch gleich noch. Wenn ich denn die Rohstoffe dazu habe, habe ich natürlich nicht. Neue Gebäude stehen so, zum hier würde das passen. Ja, fehlt nach wie vor. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr aus dem Nichts cool. eine... Ein Mitspieler übernimmt einen freien Ratssitz. Das wollte ich mir mal ansehen, genau. Wo ist mein Konto? Da, Ratssitze. Was ist das? Eigener Ratssitz. Dieser Ratssitz von Longland ist noch niemandem zugesprochen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich schätze, es wäre ganz gut, wenn ich mir das irgendwann mithole. Will ich das mal machen? Was soll's? Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Ja, ich? Kann man das auch bei anderen machen? Ach so, Errungenschaften gibt es dann noch. Ups, ich bin nur falsch. Wie funktioniert das denn gleich nochmal? Ach genau, man kann hier Zeug erforschen. Das habe ich ja völlig vergessen. Das kostet Ruhm, okay. Für die zusätzliche Items. Okay. Das müssen wir da eben alles ein bisschen durchlesen hier. Also ihr bietet zusätzliche Waren der Bürger an. Bürger, Handelsflotte. Die Handelsflotte mal erhöhen, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Das machen wir mal. Hassan bin Said. Das brauchen wir nicht. Die Venezianer. Ach, die bei ihm, oder? Genau. Da werden die, haben die mehr Schiffe zum Handeln. Das ist ganz gut. So, und was haben wir hier noch? Das muss ich so oder so alles nach und nach freischalten. Also was soll's. Vor allem bei Northburg sollte ich alles machen. So, machen wir gleich voll. Egal, was es jetzt bringt. Das sind ein paar... Also geht es hauptsächlich um den Handel. Was haben wir denn hier? Orientalische Schiffsbaukunst. Ach, ich wollte auch gar nicht bei dem. Ich wollte bei dem. Ich depp. Okay.
bietet zusätzlich Waren der Bürger an. Waren der Bürger, bla bla bla. Was haben wir hier? Vergrößert die Hilfsflotte des Okzidenten. Ja, das klingt gut. Okay, dann haben wir auch schon meinen ganzen Ruhm verbraucht. Nicht schlecht, das machen wir dann später alles noch. Da komme ich nochmal drauf zurück, wenn es dann ein bisschen wichtiger wird. So, ich habe jetzt ein paar Rohstoffe. Was soll ich denn bauen? Eine Feuerwehr. Und zwar hier, ne? Genau. Und ein Zimmermannshaus. Halt, das war nicht das hier. Vielleicht hier hin? Ja, da muss ich das eine Haus mal abreißen. Das brauchen wir, damit die Häuser nicht verfallen. Was? Beseitigt Verrußungen von Wohnhäusern und reduziert so deren Brandgefahr. Aber reicht das vielleicht einfach, das zu haben und die anderen nicht? Na egal. Was soll's, haben wir halt beides. Sicher ist sicher. Gut. Wie sieht's denn aus? Eigentlich ganz gut. Wie sieht's mit dem Brot aus? Niemand in der Stadt hat mehr Einfluss als ihr. Ja. Was auch immer das bedeutet. Ich werde es herausfinden in diesem Let's Play. Gut, ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt an der Stelle. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit dem... mit der Versorgung der Patrizier. Das machen wir auf der Insel hier. Ich schätze, wenn ich die Ecke hier oben ein bisschen so lasse für das Brot und die Ecke hier unten für das Bier, sollte das gut passen. Und dann werden wir auch die Route, die Handelsroute für das Schiff hier festlegen, dass der das hin und her bringt. Und dann muss ich noch eine Werft bauen, um neue Schiffe produzieren zu können, weil ein, zwei Schiffe reichen auf Dauer nicht. Gut, also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.